Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und ich zeige euch heute die SAE-19 MK18 Edge 2.0 Daniel Defense. An dieser Stelle vielen Dank an Sniper Airsoft Supply, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Airsoft zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Und so sieht die Verpackung von außen aus. Wir haben hier Daniel Defense, wir haben hier Gate Aster, hier haben wir ein Bild von der MK18. Dann machen wir das Ganze mal auf und so sieht das Ganze aus, wenn das offen ist. Wir haben hier einmal Papierkram, wir haben ein Daniel Defense Certificate of Authenticity, EMG, Daniel Defense. Wir haben hier nicht nur ein Magazin dabei, sondern gleich zwei. Es handelt sich hier um Midcaps aus Polymer. So sieht das Ganze ein bisschen näher aus. Da unten steht Speckner Arms und hier überall SA für Speckner Arms. Ein Highlight, dass es schon mal zwei sind. Und das nächste Highlight, dass es Midcaps sind und keine Highcaps, die rascheln. Dann haben wir hier eine Feder, Speckner Arms M90. So die eine Seite, so die andere Seite. Und das bringt uns zum nächsten Highlight. Das Ganze hat nämlich ein Feder-Schnellwechselsystem. Feder-Schnellwechselsystem, dann interessant, wenn ihr auf einen Spieltag geht. Am Anfang des Spieltages wird immer alles gekront, alles gemessen. Und sagen wir, euer Feldlimit ist 1,5 Joule und ihr seid plötzlich beim Kronen bei 1,55 oder 1,6. Dann dürft ihr damit nicht spielen. Außer ihr habt ein Federschnellwechselsystem, dann könnt ihr eine andere Feder reinmachen, dann seid ihr wieder innerhalb vom Feldlimit. Dann haben wir hier noch einen Frontgriff. Der Frontgriff ist aus Kunststoff, aber stabiler Kunststoff und das Ganze ist werkzeuglos, toolless. Man kann hier unten drehen, dann geht das runter, dann könnt ihr es draufsliden und dann wieder festdrehen. Dann haben wir hier noch einen Akkuadapter. Das ist DIN's auf Minitam. Ich weiß nicht, warum das jemand machen wollte, wollen würde, weil die Airsoft, die wir uns heute anschauen, die hat DIN's Stecker, die besseren Stecker und man würde das hier benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Minitam Akku hat und den hier dran packen will an seinen DIN's Stecker. Da kann man hier DIN's und dann hier Minitam. Aber das hier ist besser, von daher holt euch einen Akku mit DIN-Stecker, dann braucht ihr das hier nicht. Und dann haben wir auch schon das Spannendste, die Airsoft selbst. So, das Ganze von hier. Hier der vordere Teil ein bisschen näher, hier der mittlere Teil ein bisschen näher und hier der hintere Teil ein bisschen näher. So, das Ganze nochmal von der anderen Seite. Hier auch nochmal der mittlere Teil und hier der hintere Teil. Erster Eindruck, fühlt sich sehr gut an. Das Gewicht ist auch sehr gut, sehr optimal. Wir haben hier viel Kalt, viel Metall. Und die Farbe, das hier, diese Kombination, dieses Dualton aus Bronze und Schwarz, das gefällt mir sehr gut. Laut Website hat das Ganze eine Energie von 1,4 Joule. Schauen wir uns die Markings an. Hier vorne haben wir Rail-Markierungen. Wir haben hier Markings auf dem Handguard. Da haben wir Markings und hier das F im Fünfeck. Schauen wir uns die erst mal von vorne nach hinten an. Wir haben hier einen Flash-Hider. Ich gucke mal, ob wir den abdrehen können. Der lässt sich abdrehen und darunter haben wir ein 14 mm CCW-Gewinde. CCW steht für Counterclockwise, das ist gegen den Uhrzeigersinn. Da könnt ihr eure herkömmlichen Airsoft-Schallis und Tracer dran befestigen. Als nächstes haben wir hier den Handguard. Wir hatten gesagt, der Handguard ist aus Metall und wir haben hier die Rail-Markierungen. Hier oben drauf haben wir ein Flip-Upside, das ist das Korn. Und hier hinten haben wir die Kimme. Ich flippe das mal auf. Zack, so sieht das Ganze von der Seite aus. So schräg von hinten. Und hier auch nochmal das Korn. Na, zack, so von der Seite und so schräg von vorne. Wir haben hier coole Cutouts. Hier die Kreise und auch hier und auch da oben kleine Kreise. Ansonsten haben wir hier viel Picatinny, oben, unten, links und rechts. Da habt ihr viele Anbringungsmöglichkeiten für eine Powerbank, Packbox oder Dummy Laser, Dummy Tasche.
Taschenlampen. Ich persönlich würde eine Scopecam dran befestigen und Powerbanks. Das Ganze hat eine Nanobeschichtung und diese Nanobeschichtung, die sieht einmal cool aus, dieses Matt, und das schützt das Ganze vor Kratzern. Dann haben wir hier den Mag Release, den Magazinauswurf. Ich drücke da mal drauf, Magazin raus, Magazin rein, Magazin raus, Magazin rein. Das fühlt sich sehr gut an. Als nächstes haben wir hier den Trigger und der Trigger sieht sehr cool aus. Ein schöner Abzug, hier ganz gerade, Flat Type, und unten haben wir einen Hook. Vorne haben wir schöne Rillen, eine schöne Textur und hinten haben wir Cutouts. Das ist schön skeletonized. Und wie weit kann man das hier zurückbewegen? Wir testen es mal. So weit. Dann haben wir hier den Feuerwahlhebel, der ist hier aus Safe. Dann haben wir hier Semi. Hier steht Auto, aber da wir hier über 0,5 Joule sind in Deutschland, haben wir auch hier nur Einzelfeuer. Hier haben wir Slingpunkte, nämlich links und rechts, beide Seiten. Und das hier ist aus Metall, nicht wie bei anderen, wo es aus Plastik ist. Hier passiert nichts, hier wird nichts abbrechen. Hier hinten haben wir den Ladehebel, die Charging Handle. Und hier seht ihr das, das müsst ihr so nach hinten ziehen. Dann könnt ihr zack auch das Dustcover aufmachen. Seht ihr das? Und das Blaue, das ist das Hop-Up. Ich schaue gerade mal rein und gucke, ob da ein Indikator ist. Nach unten mehr Hop. Hop-Up kennt ihr, das ist der Lauf. Da ist ein Gummi drin und wenn ihr mehr Hop reinmacht, dann ragt das Gummi weiter rein. Die Bibi bekommt einen Rückwärtsdrall und fliegt nach oben, wenn ihr zu viel Hop drin habt. Wenn ihr zu wenig habt, dann ist das Gummi überhaupt nicht drin. Dann fliegt die Bibi einfach runter. Und perfekt ist, wenn die Bibi ganz gerade fliegt. Als nächstes haben wir hier den Stock. Einfach hier unten drücken und das Ganze verschieben. Da sind unterschiedliche Einrastpunkte, je nachdem, wo ihr es braucht. Neben den Slingpunkten hier und da haben wir hier auch noch QD. QD steht für Quick Detach. Da könnt ihr die einfach reindrücken auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite. Der Akku, der kommt hier hinten rein, einfach hier das abnehmen. Dann kommt ihr auch schon an die Kabel. Und bei dem Kabel hat mir gesagt, handelt sich um DIN-Stecker. Das sind die guten Stecker, T-Plug, besser als Minitam. Haptisch sehr gut, optisch sehr gut. Und das Ganze ist auch eine voll lizenzierte Daniel Defense. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Internals, ohne zu technisch zu werden. Wir haben hier ein Gate Aster drin, das kümmert sich um die Internals, um die Elektronik. Da habt ihr ein besseres Ansprechverhalten und das verlängert die Lebensdauer von den Internals, von den Innereien, von der Elektronik und auch von dem Akku. Federschnellwechselsystem, sehr wichtig, habe ich auch schon angesprochen. Einfach hier hinten aufmachen, die Kabel ein bisschen zur Seite schieben, dann mit einem langen Schraubenzieher da rein und einfach hinten die Schraube lösen. Dann kommt ihr an den Spring Guide, dann die Feder raus, eine andere Feder rein und das Ganze wieder zusammenbasteln. Ganz easy. Wir haben hier eine verstärkte, stabile Orion Gearbox drin und diese Orion Gearbox ist ausgelegt für bis zu M140 Federn. Wir haben hier einen verstärkten Polymerpisten mit Stahlzähnen und der Pisten, der Cylinder Head und das Nozzle sind alle Air Seal. Air Seal bedeutet luftdicht und die Dichtigkeit, diese Luftdichtigkeit, die ist immer sehr wichtig, damit ihr immer konstante Schüsse habt. Nicht, dass mal mehr Luft durchkommt und mal weniger. Bei Air Seal ist es immer gleich oder möglichst gleich. Und so ist die Präzision auch viel besser, als wenn es nicht immer gleich ist. Wir haben hier ein Helium Flattop Bucking drin und beim Motor handelt es sich um einen High-Torque Motor mit Neodym-Magneten. Wir haben uns die Airsoft angeschaut, aber was ist ein Airsoft Review, wenn man nicht mehr ein bisschen mit der Airsoft schießt? Fazit zur Airsoft, diese MK18 sieht nicht nur cool aus,
fühlt sich extrem cool an. Wir haben hier sehr viel Metall, wir haben einen starken Motor, einen Gate Aster, Federschnellwechselsystem. Das Ganze ist voll lizenziert, Daniel Defense. Und ich liebe diesen Dualton, Bronze, Schwarz, gefällt mir sehr gut. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach einer passenden SAEG. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.